war es auch nicht so schön. Vielleicht. Was mich am Schauspiel interessiert und was mich fasziniert am Schauspiel, seitdem ich das mache, ist, es gibt ein Zitat aus dem Theaterstück von Georg Büchner, Leonce und Lena, wer einmal jemand anderes sein könnte, nur eine Minute, dem wäre geholfen. Und das stimmt, es ist ein ständiger Perspektivenwechsel, man kann in verschiedene Rollen schlüpfen, kann sich ausprobieren, kann so, sage ich jetzt mal, Facetten ausprobieren im Leben, die man vielleicht im Alltag so nicht erleben darf und kann. Und das fasziniert mich. Das fasziniert mich sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler. Ja, es ist eine Entdeckungsreise aller menschlichen Möglichkeiten. Irgendwie ist es so, dass man in diesem Beruf die Leidenschaft hat nach dieser Bühnenluft, ja, und dass das einen so inspiriert und dass man das immer wieder sucht. Ich glaube, das ist genau dieser Antrieb. Man möchte Theater machen, man möchte Leute unterhalten. Und wenn man älter wird, ist natürlich auch so, man muss davon leben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, um jeden Preis, das mache ich. Da könnte man andere Sachen machen. Da müsste man auf die HSG gehen, Abschluss machen, HSG, hoffe, sagt Gott. Nein, es ist eine brotlose Kunst, das stimmt schon. Es ist manchmal schwer, damit Geld zu verdienen. Deshalb machen viele Schauspieler, auch ich, alles Mögliche. Moderationen, Kurse, Interviews. Aber schlussendlich sollte Geld nicht der erste Antrieb sein, sondern die Leidenschaft. Und die ist ganz bestimmt da. Das ist etwas, was ich spüre fürs Theater und für das, was ich mache. Und deshalb tue ich es auch. Ein Kruse-Dinner mit um die 40 Personen ist ein großer Erfolg. Es ist ganz wichtig, dass wir die Menschen abholen und auf eine gewisse Art berühren, ohne sie jetzt zu packen und zu beißen, sondern es geht eher darum, dass wir uns mit den Schattenseiten beschäftigen, die jeder Mensch in sich hat. Die Menschen sind fasziniert vom Gruseln. Wir möchten, dass die Menschen eine gute Unterhaltung haben und wie gesagt, ich sage auch immer, es ist mehr zum Lachen als zum Gruseln. Ich bin aufgewachsen als Sohn eines Gärtners und Kaufmanns und einer gehörlosen Erzieherin. Wir haben tatsächlich viel mit der Friedhofsgärtnerei und Bestattungsinstituten zu tun gehabt, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich heute Gruseldinner mache, auch wenn wir als Kinder viel auf Friedhöfen gespielt haben. Ich habe dann Militär mich 4 Jahre verpflichtet, freiwillig, weil ich dachte, da werde ich Kapitän, komme auf dem Schiff, als ich dann erfahren habe, dass man Jahre braucht, bis man aufs Schiff darf und bis man Kapitän wird, habe ich das dann hingeschmissen. Und bin dann durch Umwege, aber eigentlich war Schicksal da ganz gut zu mir, bin ich dann auf der Schauspielschule gelandet. Mein Name ist Drago. Ja. Ich muss weinen und schreien. Ja, eben, was du zu Hause sonst auch. Theater bedeutet für mich die Bretter, die die Welt bedeuten. Schwarzer Bühnenbodenstaub. Roter Vorhang, diese ganz besondere Atmosphäre, wenn es abends dunkel wird, wenn du die Zuschauer hörst hinter dem Vorhang. Wenn das ja da sein. Gondlo oder Lulo? Gondlo. Der Abend ist gespeckt. Bring den Gasmann an den Kohletisch. Dei. Herzlich willkommen beim Gruseldinner. Geben Sie Ihren Löffel ab. Ich bringe Sie jetzt um die Ecke. Heute vor 377 Jahren starb der wohl ominöseste Schlossherr von Schloss Arborn. Er wurde ja als Zeichen eine Kerze ans Fenster stellen, dass jeder Mann im Dorf sehen könnte, dass er es geschafft hatte und im Raume des verstorbenen Lucius Platz genommen hatte. Er erhob sich, als wollte er niemanden aufwecken. Er stahl eine Kerze neben dem Kopf des kalten Lucius. Also sowohl der Zuschauer, der unten sitzt, da gibt es das Buch von Peter Brook, Der leere Raum, der beschreibt, dass etwas passiert in dem Moment, wenn Menschen auf der Bühne sind und in der Audience, also im Zuschauerraum sitzen. Und ich glaube, dass wenn Leute partout da unten sitzen und keine Lust haben, sich heute unterhalten zu lassen, dann wirst du die nicht unterhalten können. Also wir versuchen, wie gesagt, einen Spagat hinzubekommen. Die einen finden es zu wenig gruselig, die anderen finden es zu gruselig. Wir müssen immer den Spagat machen. Und er ist einer, der nicht nur die Geschichten mitschreibt, er ist auch unser Spielleiter, Jan Opterbeck.
dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Also was mir am meisten Freude macht an einem Abend, an einem Auftritt an sich, ist tatsächlich, wenn man in diesen Flow kommt, wenn dann man merkt, der Abend läuft. Also wenn ich merke, die Leute lachen, reagieren, dann weiß ich, sie sind da. Und das macht Spaß. Das ist wie bei einer Party, wenn du merkst, ey, sie essen, sie trinken, sie lachen. Und so geht es mir auch. Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn es vorbei ist. Immer. Weil dann ist irgendwie so, entsteht so ein kleines Loch. Und irgendwo ist schön, aber wenn man es geschafft hat dann und wenn alle den Abend gut überlebt haben, sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne, und dann ist es schön. Und das ist das, was, ja, was mir wichtig ist, was es braucht, dass man einen erfüllten Abend hat. Also, mein Name ist Florian Rexer. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Kabarettist, Comedian, liebender Vater, und am allerliebsten bin ich hier bei euch.